Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Nintendo Amiibo Review auf Starblight.de. Und heute habe ich passend zum 30-jährigen Jubiläum von Super Mario Bros., welches wahrscheinlich nicht heute auf dem Tag genau war, aber eben vor 30 Jahren im Groben, den passenden Amiibo dazu, nämlich den klassischen Mario in Pixeloptik. Und das Schöne ist, er ist 3D-pixelig, was ich ziemlich genial finde. Ist ein sehr einzigartiger, cooler Look, wie ich finde. Und den gibt es in zwei Farbschemen. Einmal halt in einem klassischen Farbschema, eben diesem hier. Oder halt auch in einem modernen Farbschema, welches jetzt hier leider noch zu abgebildet ist. Das ist halt ein bisschen farbenfroher, ein bisschen farbig mehr an der heutigen Zeit angelehnt. Hier oben habe ich noch das Preisschild dran, das einfach ignorieren. Ich habe 14,99 € bei Müller dafür bezahlt. Ich hätte mir natürlich auch die Amiibo-Version des Spiels Mario Maker kaufen können. Mario Maker werde ich mir auf jeden Fall noch kaufen. So habe ich halt jetzt einzeln gekauft. Das ist jetzt auch nicht so tragisch für mich. Auf der Rückseite sehen wir halt eben, was er im Spiel Mario Maker bringt. Das ist zum Beispiel Power-Up. Alle Blöcke in deinem Weg zerstören. Smash every block in your way. Ja, auch eine ganz nette Geschichte. Wie es sich halt im Spiel auswirkt, muss man halt mal abwarten. Jedenfalls, vom Design her finde ich die Figur sehr, sehr cool. Und ich würde sagen, die packen wir jetzt mal aus. So, und hier haben wir Mario jetzt ausgepackt. Und ich bin, wie gesagt, vom Design total begeistert. Was ich interessant finde, ist, dass die Figur aus weichem Plastik ist, aber relativ weichem Plastik. Hat mich jetzt sehr überrascht. Ich hätte halt eher mit was Festem gerechnet. Zudem finde ich halt cool, dass die Base im Prinzip hier so eine Röhre ist. Das finde ich wirklich sehr genial. Als Vergleich jetzt mal hier die Base von der regulären Amiibo-Figur. Gleich groß, gleiches Prinzip, aber halt eben hier durch diesen Ring, der aufgesetzt wurde, wirkt das halt eben wie so eine Röhre aus einem Spiel. Und das finde ich halt wirklich sehr genial. Also das finde ich wirklich, das können die abfeiern. Zudem dieses 3D-Pixel-Design der Figur finde ich einfach sehr geil. Von oben betrachtet sieht es halt eben aus wie so ein Pixelhaufen von der Seite, von hinten, von der anderen Seite. Also das finde ich halt wirklich, ist ein einmaliger Look. Ich kann mich nicht erinnern, jetzt mal fernab von Lego, aber ich kann mich nicht erinnern, jemals so etwas als Figur gesehen zu haben. Oder als Statue. Also das ist für mich ein komplett neues Prinzip und eine sehr mutige Entscheidung, aber ich finde es total genial. Also es ist wirklich, wenn man es von vorne sieht, wer die Spiele gespielt hat. Ich habe Super Mario Bros. Gespielt und ich erkenne es sofort wieder. Es ist einfach unglaublich genial. Also es ist für mich als alter Nintendo-Fan definitiv ein Pflichtkauf. Ob ihr jetzt halt eben Mario so einzeln kauft oder halt eben mit dem Spiel Mario Maker, ist das völlig irrelevant. Denn ich finde, ihr müsst die Figur, wenn ihr Amiibos mögt und halt eben auch Mario mögt, ist das eigentlich, wie gesagt, ein Pflichtkauf. Ich finde es halt einfach wirklich genial gemacht. Es sieht einfach so lustig aus und aber halt eben auch so schön retro. Man hat es halt einfach wirklich wahnsinnig gut getroffen. Egal von welcher Seite man guckt, hat man diesen Pixel-Look. Also ich kann mir das wirklich den ganzen Tag ansehen. Fühlt sich auch lustig an in der Hand. Also es hat hier, ich denke, ein Grund auf dieses weichere Plastik umzustellen war halt eben auch hier diese Kanten. Also damit kann man sich, wenn es hartes Plastik ist, glaube ich, echt Löcher im Boden hauen. Aber so finde ich das wirklich absolut genial. Also das ist, glaube ich, jetzt aktuell, ja, kann man durchaus sagen, meine Lieblings-Amiibo-Figur. Ich bin da echt total begeistert von. Ich finde diese Aufschrift Super Mario Bros. 30th Anniversary finde ich sehr cool. Allein schon dieses Design der Base finde ich einfach nur großartig. Also da bin ich wirklich absolut von begeistert von dieser Mario-Figur. Und ich bin mal gespannt, mit welchen Spielen die Amiibo-Figur alles kompatibel ist. Ich habe jetzt doch so ein paar Spiele doch mal zusammen, die Amiibo unterstützen. Von daher muss ich das unbedingt mal ausprobieren. Und natürlich Mario Maker ist für mich auch Pflichtkauf. Also das Spiel werde ich mir definitiv noch zulegen. Ja, also wirklich wow. Wie ihr die Figur findet, würde mich auch interessieren. Das könnt ihr mir gerne hier unten in die Kommentare posten. Wie findet ihr allgemein das Prinzip Amiibo? Welche Amiibos habt ihr schon? Welche sind eure Lieblingsspiele, die Amiibo unterstützen?
Würde mich alles interessieren, her damit. Sonst würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lasst. Wenn ihr ein Abo da lasst, wenn ihr das Video, beziehungsweise wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Das Video könnt ihr ja nicht abonnieren. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, schaut auch beim nächsten Video wieder rein. Ich würde mich freuen, euch wiederzusehen. Oder ich würde mich freuen, wenn ihr mich wieder seht. Das war's auch schon wieder für heute. Doch kein Grund zu verzweifeln, denn auf unserem Kanal findest du noch viele weitere Videos, die das Nerdherz höher schlagen lassen. Und wer weiß, vielleicht ist etwas dabei, was du so noch nicht auf dem Schirm hattest. Und wenn dir das nicht reicht, schau doch mal auf unsere Internetseite starblight.de. Dort findest du unser großes Forum, News, Infos zu Kinofilmen, Videospielen und Serien und natürlich vieles mehr. starblight.de, von Nerds für Nerds.